Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Schritt zurück. In der letzten Folge haben wir den Purpurnen oder lilanen Edelstein geholt und ja, sind an dieser einen Level verreckt mit den ganz vielen Bienen und so. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal in irgendwelche anderen Level und holen uns so einen Edelstein noch. Bams. Das sah merkwürdig aus. Es gehen einfach so wo irgendwo hin, wo wir ja einfach nur Edelsteine brauchen, die ja irgendeine Zufallsbedingung, irgendeine Bedingung, die wir haben. Okay, jetzt sehr gut. Ja, also falls ich irgendwie so eine Plattform erreichen muss, wo man nicht sterben darf, habe ich das schon vermasselt, aber gucken wir mal. Ich nehme an, das ist wieder so ein Renn-Ding, ne? Aber gucken, weil es jetzt auf einmal los. Ja, und die ganze Zeit war ich voll gut in dem Spiel. Ach so, darüber an. Du willst mich noch essen. Aha. Meine Güte, jetzt hat schon wieder hier vollkommen Skillparade, was ich hier mache. Ja, ich hoffe wirklich, dass so ein Skater-Ding. Ja, okay. Und ich kann frecken anscheinend. Finde ich sehr gut. Mal dann, verdammt. Ja. Das ist eine Aqua-Maske, die würde ich gerne haben, wenn ich da nochmal hinkomme. Ups. Nein! Was mache ich da? Was ist denn hier los, Mann? Ich will doch gar nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Warum kann Crash nicht schwimmen? Warum nicht? Können Bandicoots nicht schwimmen? Was ist überhaupt ein Bandicoot? Das ist ein Beuteltier, ne? Gibt es wirklich ein Tier, das Bandicoot heißt? So, schnell. Jetzt ganz schnell die Level beenden. Bin Akku, wenn es geht. Da wird ein Spaß. Kann ich wieder ein Akku bekommen? Soll ich groß beißen? Danke. Ich weiß gar nicht, worauf das bestimmt wird. Je öfter man verreckt oder Anzahl der Leben? Keine Ahnung, ich glaube nicht Anzahl der Leben. Ich muss ja am Anfang immer einen bekommen haben, aber war glaube ich nicht der Fall. So, zack. So, im letzten hatte ich ja auch noch genügend Zeit. Am Ende. So, nicht aktivieren. War ja sehr knapp. So, schnell, schnell. So lange kann das doch gar nicht mehr sein, ne? Ah, ihr Säcke. Und von da hinten muss das Ende sein. Nein. Oh Mann. Oh Mann, mach keinen Mist hier. So, jetzt kommt das Ende. Oh. Oh, der gelbe. Okay. Bams. Ich bin die ganze Zeit gesucht. Warum ist der Timer immer noch? Keine Ahnung. Ich hab den gelben. Ich habe mich schon gewundert, wo der gelbe war. Ich habe den gesucht. Aber der war anscheinend hier. Ups. So, weiter. Hier in Sooner or Later. Was für ein Wortspiel. Versteht ihr es? Ich ja. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 84%. Ja, wir haben 10% bis jetzt hier rausgeholt. Das heißt ja, bis jetzt ist eigentlich gar nicht mal schlecht. So, jetzt noch irgendeine Todes... Was weiß ich. Herausforderung oder so. Abschließen oder irgendwie sowas, was weiß ich. Dazu bekommen. Ich muss keine Kisten oder so sammeln. Das ist schon mal sehr gut und ich würde am liebsten nicht verrecken. Oh, so ein Ding. Okay, ich hätte den Chat
aktivieren sollen. Warum habe ich den Checkpoint nicht aktiviert? Ich noch mal nach oben? Nein, okay. Oh Mann, was ist das denn? Die Dinger gehen nicht aus. Ich hoffe, die Dinger fallen nicht runter. Anscheinend nicht. Okay, gut. Da war schon. Okay. Warum soll ich jetzt wieder das Ding weitermachen? Ganz ehrlich. Wahrscheinlich bringt mir das gar nichts. Ja, genau. Aua. Okay, das kann runterfallen, glaube ich. Okay, egal. Was zum? Was? Ey. Wie soll ich denn da durchkommen? Habt ihr sie eigentlich noch alle? Das kann ich wieder von Anfang, ne? Boah. Ich muss wahrscheinlich hier lebend rauskommen, um ihn zu bekommen, ne? Keine Ahnung. Warum sollte man nochmal das Ende von dem Ding erreichen? Wann leben? Keine Ahnung. Aber egal, ich hab's geschafft. Also kann, boah, kann man keiner sagen, ich so schlecht. Aua, was? Oh, ich bin woanders gelandet, okay. Boah. Warum bläst er denn so lange mit seinem Feuerwerfer? Fast Flammenwerfer. Was hat mich schon wieder getroffen? Was zum Teufel? Ja, ich habe einen verdammten Edelstein bekommen. Ist gar nicht so ein Laufstock oder so, Gehstock, meine ich. So wie Blasrohr, glaube ich. Glaube ich. So. Eine Hektik. Aua, wart. Schnappt ihr den? Er sagt, schnappt ihr den? Dann noch einer, ja. Bams. Wap. Ja, nein. Oh. Ja, aber ich. Da komme ich voll da drauf, ne? Bams. Und. Bams. So. Ja. Was soll das? Ist man denn vorher da durchgekommen, ganz ehrlich? Immer schon wieder nicht, wo ich hin muss hier. Okay, das war schon wieder echt knapp. Der nicht. Kann ich den irgendwie töten? Nö. Warum auch? Weiß gar nicht, ob ich hier einen Kistenedelstein hab, aber. Nehme an, ja. Zack. Okay. Zack. Okay, haben wir. Ja, langsam minimieren sich die noch zu holenden Edelsteine. Finde ich gut. Ich glaube, 14 oder so brauchen wir noch. Nachdem ich ja einige schon gesehen habe und weiß, die werden nervig. Ich glaube, wenn ich das so wegdrücke, dann drücke ich irgendwie auch nicht eine Cutscene weg, die vielleicht oder vielleicht auch nicht
auftauchen würde. Also nachdem er getanzt hat, so mit Brio oder Cortex und was weiß ich. Coco. So, und hier ist schon wieder der Ort, wo ich verwirrt bin. Ich muss irgendwo... Dinge hier finden. Ich glaube, ich habe nirgendwo eins gefunden. Vielleicht darf ich wieder nicht sterben oder so, ne? Wow. Das war brutal. Und das war knapp. Da irgendwo da hinten ist ein Typ. Wie komme ich da hin? Ah, so, okay. Sag mir, hat doch einer. Mann, da ist schon wieder so weit weg von irgendwie, keine Ahnung. Checkpoint und so. Bitte Aquaco. Kein Aquaco. So, der geht nicht bis dahin, ne? Ja, das war geil. So, ist das Ding jetzt immer noch da? Auch da. Ach, okay, da war einer. Das Ding ist immer noch da, hallo? Ja, was da hinten für einer ist. So, das Ding ist noch da, Gott sei Dank. Das hätte mich nämlich sehr aufgeregt. Ungefähr so. Ah! Ah, verdammter Dreck. Ich bin wütend. So, warte mal. Okay, ja. Ja. Kannst du und der Bastard, der die ganzen Dinger zuwirft, mal aufhören damit? Irgendjemand muss den ja die Dinger hier angeben, habe ich doch gefühlt. So. War doof! Ma, jetzt kam ich wieder aus dem Rhythmus. Also da kommst du einmal aus dem Rhythmus, ne? Und schon ist alles vorbei. Und das ist auch schon vorbei, habe ich das Gefühl. Werde ich denn jetzt noch schaffen? Ich mach doch mal einen Akku, Mann. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so da sterbe, auf dem Weg dahin? Dann dürfte das Ding gar nicht mehr da sein, ne? Sehr dämlich, komm her. Vor allem, der ist noch nicht mal schwer. Zwei Dinger, was? Wie der Trump von unten. Einfach zwei Dinger springen und dann darüber springen. Das ist eigentlich nicht so schwer. Ich mach's mir wieder nur so schwer. Ja, geil. Boah. Verdammt, ist jetzt das Ding weg. Oh, wehe. Oh, Gott sei Dank. Okay, dann habe ich keine Ahnung, wodurch das bestimmt wird. Ich will auf jeden Fall den Edelstein noch haben, hallo. Gibt's doch nicht. Macht er das? Er bezahlt ihn, das zu tun. Ich denke nicht. Oh nein, nicht die Dinger. Obwohl, ne, jetzt sind die schlimm. Die so drehen, die sind am schlimmsten. Ich habe schon wieder so ein Typen.
keine Ahnung. Hier ist aber trotzdem noch nichts schwieriger gewesen als, weiß ich nicht, Crash Bandicoot 1. Und jetzt bin ich immer noch verwirrt. Wo zum Teufel ist dieses Ausrufe-Ding, wo man ganz am Anfang Kisten aktiviert? Oh, das war doof. Oh. Ja, das auch. Nee, doch nicht. Es war nicht doof. Ich nehme mal ihr Ding. Wo ich sowieso wieder zum Anfang zurück muss, wegen dem Ausrufezeichen Ding. Da ist ein Ausrufezeichen. Das ist wieder so eine durchsichtige Kiste. Das heißt, ich aktiviere die da hinten auch, oder was? Nee, das ist so ein Teil. So. Up. Okay, jetzt hat Ende. Jetzt kann ich versuchen, den ganzen Weg wieder zurückzugehen. Versuchen. Wo ich den einen Edelstein gerne sichern würde. Bei hier habe ich wirklich nur linke Zeit, glaube ich. Bin mir wie immer nicht sicher. Wart echt. Aha. Schon beinahe hier runtergefallen, leck mich. Schon wieder beinahe hier runtergefallen. Blöd, dafür auch damit. So, jetzt bin ich verwirrt. Da, was? Keine Ahnung, ich mache jetzt Schnitt. Edelstein, das reicht mir. Könnt mich mal einschalten. Bam. So, wieder ein Edelstein. Boink. Damit haben wir jetzt 86%. Damit habe ich ungefähr 10% in dieser Session bekommen. Ich könnte mal Unbearable versuchen, oder? Aber nicht in dieser Session. Oh mein Gott, nein, nicht in dieser Session. Ich will jetzt erstmal hier speichern. Ja. 86%. Ja. Für den Edelstein 1%. War ja, glaube ich. So, wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt 30 Gems und 25 Kristall. Ja, ist klar. Uns fehlen noch 12 Gems. Wir haben bis auf den roten alle anderen farbigen. Finde ich gut, ja. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Session von Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schickt so. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Guck nicht so verwirrt, Crash.